Oh, Gammastrahlung, das passt so. Und damit herzlich willkommen zu Monstrum, einem kleinen Horrorgame mal zwischendurch, weil ich immer noch auf ein paar Spiele warte und ich brauche Lückenfüller. Und ich mag dieses Spiel sehr, sehr, sehr gerne. Habe es aber auch tatsächlich schon ewig lang nicht mehr gespielt und ich weiß nicht, wie viel sich an dem Spiel noch getan hat seitdem. Aber wir werden es ja sehen. Von daher einfach mal ein neues Spiel und dann schauen wir mal, wie es abgeht. Uiuiui, Alter, ist die Maus empfindlich hoch. Ui, hi. Wir sind jetzt hier in einem Maschinenraum. Hier haben wir ein paar Farbkannen. Und mit F öffnen wir Objekte. Genau so war das ja. Und wir haben eine sehr, sehr schöne männliche Hand. Und Gott, ist die Einstellung für die Maus sehr, sehr empfindlich. Oh, und mit F können wir auch Sachen aufnehmen. Und wir haben eine Taschenlampe. So, und ich weiß noch, man konnte hier überall reinschauen. Und am besten war immer von unten anfangen. Zack, zack, hier haben wir einen. Was haben wir hier? Ein Feuerzeug. Sehr schön. Und hier ist, was auch immer das ist, ein. Es könnte ein Filter sein. Es könnte sehr vieles sein, aber wir können es leider nicht mitnehmen. Hier ist eine Notiz. Drücken wir C. Ah, ich muss echt was gegen die Mausempfindlichkeit machen. Das ist echt nicht angenehm. Also hier, ich lasse das mal so ein bisschen offen. Wer es lesen will, kann es lesen. Wer nicht, der hat Pech gehabt. So, hier können wir uns dann verstecken mit Left Control. Genau. Oh, die Hand noch. Mit diesem glatt rasierten Bein. Wir sind einfach der Grudge. Wir sind ein kleines schwarzhaariges Mädchen. Ich sollte jetzt mal hier rausgehen. Haben wir hier noch irgendwas? Eine Fuse! Genau, eine Fuse haben wir. Hallo Fuse. Oder Fuse. Und hier haben wir noch eine Notiz. Das gleiche wie das letzte Mal. Notiz 10. So, ich hoffe, du hast Pause gedrückt, wenn du es lesen willst. Ansonsten nicht. Hold left shift to run. Okay. Zum Rennen müssen wir die linke Shift-Taste drücken. Aber noch haben wir keinen Grund zu rennen. Noch sehen wir nichts. Das ist eine watertight door. Keep closed. Also seine Tür zu halten, aber machen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, machen das jetzt mal auf. Ich habe Angst, dass meine Kopfhörer zu leise sind, dass ich das Monster nicht höre. Ach ja, übrigens, hier ist ein Monster auf dem Schiff. Und hier ist eine Flasche. Die plötzlich oben angezeigt wird mit mehreren Tassen. 03, 02, 01, noch eine Tasse. Oh, die können stacken, das wusste ich gar nicht. Das hat sich also nochmal ein bisschen geändert. Früher, bilde ich mir ein, konnte man die nicht stacken. So, haben wir hier noch was drin? Kannen. Lup. Sally Paint. Herr Baselli hat das Schiff mit Farbe beliefert. Was ist denn das hier? War es schon vorhin so dunkel? Ich weiß nicht, ob ich irgendwas höre oder nicht.
Ich muss meine Kopfhörer mal ganz kurz ein bisschen lauter drehen. Oh, ist sie da? So, Tür ist mal zu. Ich hab Angst, dass was kommt. So, gleich hier auf. Versteckmöglichkeit. Was haben wir denn hier? Werkzeug, Gasolin. Bringt uns alles nichts. Noch mehr Tassen. Da unten ist nichts mehr. Haben wir hier irgendwas? Nein. Negativ. Nada. Jetzt. Gott, war die Tür laut. Alter. Huh. Was haben wir hier drin? Eine Luftpumpe. Ich weiß noch, bei solchen Türen musste man das reinwerfen, damit das Monster die Tür kaputt macht, weil die geht nicht auf. So, haben wir hier was drin? Ein... Was haben wir hier? Ein Glowstick. Sweet. Sonst haben wir irgendwie springen? Oh, wir können springen. Wir haben irgendein T-Shirt mit einem Aufdruck an. Was machen wir hier überhaupt? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Vielleicht sind wir... Vielleicht sind wir derjenige, der hier die Farbe anliefert. Hallo? Ah, das geht auch. Hallo? Hallo? Okay, es geht runter, es geht hoch. Welchen Deck sind wir denn? Deck 3. Wir gehen erstmal hoch. Immer nach oben. Immer schön nach oben. Da fällt schon die Decke auf uns herab. Und hier, Task completed. Drücken wir Tab. Wo bin ich denn? Ein Schiff? Wie zur Hölle bin ich nie angekommen? Es muss doch irgendeinen Weg geben, hier runterzukommen. Ich schaue mich mal lieber ein bisschen um. Irgendwas gehört. Meine Nase juckt. Ist nicht gut. Was haben wir hier eigentlich? Hier irgendwas. Hallo? Monster? Wir rennen durch den roten Gang. Und hier hoch. Und wir bleiben stecken. Und hier haben wir einen Helikopter. Können wir mit dem abhauen? Nein, können wir nicht. Hier ist zu. Scheiße. Escape Route Helikopter. Also wir können mit dem Helikopter abhauen. Wir brauchen dafür... Die Kabel müssen wir abschneiden. Wir brauchen Gasoline. Und wir müssen die Tür aufschließen. Warum stellt man hier überhaupt einen Helikopter hin, der nicht aufgeladen ist? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Hallo? Keiner da. Ich höre schon wieder irgendwas. Aber hier ist ja nichts, wir sind hier komplett alleine. Ne? Oder? Doch, wir sind hier allein. Oben ist ein Kran. Abracadabra. Was haben wir hier? Tür zu. Zugemacht. Jetzt kommt hier nichts rein. Huh! Also. Hier in der Kiste ist nichts. Da haben wir Tassen. Können wir noch eine mitnehmen? Ja. Ich glaube, 3 ist wahrscheinlich das Maximum. Da oben ist auch nichts. Oh nee. Ich weiß noch genau, dass die Teile saulaut waren. Die werde ich jetzt mal nicht mitnehmen. Die waren echt verdammt laut, das weiß ich noch. Sehr, sehr übersteuert. Waren diese seltsamen Teerblasen schon vorhin da? Ich glaube nicht. Das sind noch mehr! Okay, warte. Die sind ja überall.
Das ist die Fruchtblase. So. See you later. Ey, das ist ja hier überall. Okay, krieg ihn das hin. Das ist ja wirklich überall hier. Tür auf. Tür zu. Hinterfragung Nummer 1. Hinterfragung Nummer 2. Und gleich kommt das Monster. Hinterfragung Nummer 3. Oder hinter 4? Okay, wir machen jetzt einfach mal alle wieder zu. Am Schluss verstecken wir uns in dem da, falls der kommt. Oder in dem Locker hier. Das wäre wahrscheinlich eine bessere Variante. Aber wir haben ihn noch gar nicht gesehen. Fridolin? Kein Fridolin da. Okay, dann halt nicht. Noch eine Tasse. Braucht man nicht. Eine Notiz nochmal. Erstmal Tür zumachen und hier abschließen und gucken wir mal. Für Fred ist er. Hä? Wie jetzt? Meine Notiz doppelt aufgesammelt. Ja, wow. Ah, ich kann das Licht an- und ausmachen. Aber bringt nichts viel, weil ich... Es hat irgendwie jetzt gar nichts gebracht. So, da ist nichts mehr, da ist nichts mehr. Dann machen wir die Tür wieder auf. Hat jetzt voll was gebracht. Ich mag dich nicht. Alter, was ist das für ein Vieh? Nee. Ih, das ist einfach lange gekrochen. Hey, das ist ein entfernter Cousin von uns, der kann auch so lang kriechen. Ich glaube, es ist E.T. Was hat denn der für Spastiken? Geh weg. Geh weg, Fridolin, hier ist keiner. Ja, genau, geh... Oh mein. Warum stand da jetzt nichts Neues? Gehst du jetzt mal weg? Dankeschön. Okay, Fridolin ist angekrochen gekommen aus irgendwelchen von diesen Blasen. Er ist verschwunden. Und hat die Tür mitgenommen. Okay, das ist ganz normal. Stinkt normal. Oh, jetzt sind die Bubbles hier weg. Perfekt. Thanks, Fridolin. So. Noch ein Feuerlöscher. Ich habe so viel Bullshit dabei. Ah, schon wieder einer von diesen Teilen hier. So. Hier kann man eine Fuse einstecken. Wir haben eine Fuse. Aber ich glaube, es gibt noch bessere Stellen dafür. Ich weiß nämlich aus vertrauten Gründen, dass man in verschiedene Möglichkeiten abzuhauen auch eine Fuse bräuchte. Oh nein, der arme Tomatensaft. Wo sind wir eigentlich? So. Ah, Indonesien. Ja, krass. Okay, ein Unfall ist passiert mit Tomatensaft, den müssen wir melden. Ah, die Kamera hier. Wir gehen hier bloß rein. Und machen die Tür zu. Oh Gott, ich will's. Es hat mich jetzt mitgezogen. Eieiei. So. Jetzt verbarrikadieren wir noch die Tür. So, wer kommt hier nicht rein? Huh! Noch eine Flasche. Was haben wir hier denn so? 1977.
schon ein bisschen her. War ein kleines Kind. Und, das erklärt auch, warum hier die ganzen asiatischen Fotografien liegen. So, machen wir das hier auf. Können wir uns darin verstecken und hier ist, glaube ich, jetzt nichts mehr. Von daher, ne. Aber ein bisschen zur Seite, weil sonst fallen wir da noch drüber. Ich sehe schon kommen. Du. Jetzt hat. Wir sind gar nicht hier. So, was haben wir hier noch? Dafür brauchen wir auch eine Fuse. Erstmal hier rein. Und die Tür zu. Und abschließen. Wenn man es schon kann, können wir es gleich machen. Hier ist nichts drin, ein paar Dosen. Hier ist wieder einer von diesen Schränken, aber nichts Nützliches. Oh, was war denn da? Eine Tasse. Da hat jemand nicht aufgeräumt. Da oben ist auch nichts, ein paar Bücher. Was ist das hier? Clutch Control. Und noch Sicherheitshalber mal aufmachen. Und Tür auf. Hallo. Safety first. Jetzt sind auch diese ganzen Bubbles hier verschwunden. Also der... Wenn der auftaucht, dann sind die verschwunden. Ich weiß nicht, ob ich das schon holen soll. Run, 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 run. Run, 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 run. Und da sind die Toiletten, aber wir gehen erstmal hier rein. So. Obwohl ich glaube, ich an der Stelle von dem Charakter auch schon sehr, sehr dringend aufs Klo müsste. Was haben wir hier hinter Vorhang Nummer 3? Nichts. Unter dem Bett. Nichts. Mist. Mit Seeblick. Sehr schön. Hier sehen wir nochmal Indonesien. Das sind die Philippinen. Das ist Vietnam. Das ist Laos. Nein, da oben ist Laos. Hier ist Laos. Das ist Thailand. Schön. Also ich gehe davon aus, dass wir von dort gekommen sind, also aus Vietnam. Und dann hier runter. Ich habe Angst, dass es auftaucht. Und dann hier runter. Und sind dann irgendwo bei Malaysia verschollen gegangen. Und wir sollten wahrscheinlich einfach weiter nach Australien. Würde ich mal schon davon ausgehen. Also wir sind irgendwo in dem Gebiet hier verloren gegangen. Ja, wir müssten eigentlich... Inseln doch hier in der Nähe sein, oder? Ich sehe keine. Schade. So. Toiletten. Das gefällt uns doch. So, Licht ausmachen. Wasch deine Hände. Regel Nummer 1. Und ein fettes Glas in einem kleinen Waschbecken. Leider gibt es keinen Spiegel mehr. Und nur eine Toilette. Ist irgendwas drin? Ei, oh Gott. Ich will schauen, was da drin ist. Ich glaube, da ist gar nichts drin, oder? Ach, nasty. So, da ist auch nichts drin. In unserem Kopf ist auch langsam auch nichts mehr drin. Was? Carson, don't deface the machines. You brought the captain like everything to you. Was? Toll, toll. Ah, okay. Der Carson hat die ganzen Maschinen dreckig gemacht und der Captain mag es aber nicht, wenn es dreckig ist. Und ich glaube, der Captain ist Fridolin. Ach nee, da ist schon wieder so eine Puppe. Und da sind auch welche und überall. Perfekt. Er will uns einfach nicht allein lassen. So. Nein! Hier gehen wir nicht rein. Wir wollten sowieso woanders hin. Wir wollten nämlich weiter nach oben. Haben wir schon irgendwo Treppen gesehen?
Treppen? Treppen? Treppen. So, jetzt gehen wir erstmal nach ganz oben. Und bleiben hängen. Und bleiben wieder hängen. Und laufen an der Sicherheitskamera vorbei. Gut. Und da ist wieder eine. Und wir sind auf der Brücke. So. Nein, 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 nein. Tür zu, Tür zu, Tür zu. So. Ah, Glowsticks braucht man nicht. Doch, eigentlich brauchen wir Glowsticks. Ah, die kann man aussticken. Perfekt. So, hier können wir irgendwie wegfahren. Mit unserem Vieh. Damit es dann irgendeine Stadt in Malaysia angreift. Ah, hier haben wir was. Oh nein. Rechts klicken, um was zu droppen. Was droppen wir denn? Da. So, dich nehmen wir mit. Dich brauchen wir. Wir haben jetzt hier einen Gegenstand für ein U-Boot. Das U-Boot ist ganz, ganz unten. Und eigentlich nicht das... Es ist auf der komplett anderen Seite vom Schiff, ganz unten. Ah, mein. Und ich sehe tatsächlich keine Insel. Aber einen schönen Himmel. Wenigstens etwas. Wenigstens spendet etwas ein bisschen Trost. Habt ihr auch gerade diesen Grafikfehler da gesehen? Oh Gott, ich dachte gerade, der wäre was. Wir sind nicht ängstlich, wir sind Männer. Wir sind starke Männer, starke Männer. Und starke Frauen, starke Kinder, eine Luftpumpe, die wir nicht mitnehmen können. Aber die Luftpumpe brauchen wir dafür, glaube ich. Brauchen wir das? Das ist noch was fürs U-Boot. Sexy. So, heben wir dich erstmal auf hier. Nein, F. So. Gut. Jetzt haben wir unser Life Raft. Hier stehen. Hier liegen. So. Dafür brauchen wir eine Kette. Wir brauchen Duct Tape, um die Löcher zu stopfen. Und wir brauchen eine Luftpumpe, die da hinten liegt. Also kein Problem. Sollten nur irgendwie ein paar Sachen loswerden. Am besten ohne, dass sie kaputt gehen. Hat ja gut geklappt. Hat ja sehr, sehr gut geklappt. So, dann haben wir jetzt zwei Sachen fürs U-Boot schon. Jetzt müssen wir nur noch wieder runterkommen. Irgendwie. Ich und mein Feuerlöscher wandeln durch das Boot. Ich und mein Feuerlöscher, wir sind nicht in Not. Und die Tür zu. Okay. Wir schaffen das. Das ist easy. Wir können uns hier nicht verstecken. Kacke. Noch eine Fuße. Ja. Fusen sind Leben. Oh, hier. Rolltreppen und... Nein, nicht Rolltreppen und Aale. Leitern und Schlangen. Ein Brettspiel. Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Aale. So, der sieht mich nicht. Dann gehen wir hier hinter. Hier können wir nicht rein. Können wir schauen, was hier vielleicht irgendwie drin ist? Ich will das recht gerne wissen. Warum kann der die Tür nicht einfach aufmachen oder eintreten oder sonst was? Ich sehe nicht, was da drin ist. Das ist nicht cool. So, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Gehe ich jetzt ganz runter? Und gib die Sachen erstmal ab. Wo ist unser Kumpel? Da ist unser Kumpel, 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 da ist unser Kumpel. Und hier runter, hier runter, hier runter. Ah. Scheiße, wir können nichts sehen. Ich will was sehen. Okay. Kommt er? Kommt er?